Ein weiteres Mal heiße ich euch ein herzliches Willkommen zu Rune Factory 5 und ich bin gerade wesentlich, was soll ich gerade sagen? Bin gerade ein bisschen offscreen, ein bisschen aus der Haut gefahren, weil die Scheiße lässt sich richtig kacke hinstellen, ne? Darf nicht zu dicht an der Wand, darf nicht zu dicht beieinander. Alter, ist das fürchterlich. Ey, das hätte man doch viel besser lösen können. Ich meine, selbst in anderen Rune-Factory-Teilen wurde es besser gelöst, ey. Zur Not macht das halt in quadratischen Mustern wie Minecraft oder so, aber Gott, ist das nervig. Von denen stehen die immer noch nicht gerade. Ich krieg das einfach nicht hin. Gut, ja, wir haben jetzt einen größeren Raum, wie ihr seht. Ich habe mir gedacht, ich stelle hier alle Küchen- und Kochtische hin, so mäßig. Hier so alle Zubereitung, hier zum Nähen und so weiter. Die Schmiede habe ich gedacht, die steht eigentlich ganz gut, finde ich. Steht hier so abgeschlossen. Der Kleiderschrank, den benutze ich eh kaum, der kann da ruhig stehen bleiben, neben dem Kalender. Also so bin ich eigentlich zufrieden. Gehen wir raus. Ich muss mich nur dran gewöhnen, dass der Ausgang hier mittendrin ist. Mann, ey, das war aber auch ein Akt gerade. Da alles mal ordentlich hinzustellen, ey. Unfassbare Szenen spielen sich hier einfach ab. Zum Glück habt ihr es nicht gesehen. So, ist das los? Da geht irgendwas ab. Story? Ich will Urlaub behalten. Ich würde gerne Urlaub bleiben. Hey, Miko. Hallo, Terry. Brauchst du etwas von Seed? Nein, ich brauche etwas von dir. Von mir? Was denn? Ich wollte fragen, ob du mir bei einem kleinen Nebenjob hilfst. Du meinst bei einem Fall für dein Büro? Exakt. Ich weiß, dass du bei Seed eine Pause einlegst, um dich um Dinge zu kümmern, aber langweilst du dich nicht, wenn du den Gasttag herumsitzt? Naja, eigentlich tue ich das nicht gerade so. Du bist ein echter Detektiv, du hast schon alles durchschaut. Man muss nur die Ohren aufspenden, in so einem kleinen Ort spricht sich alles schnell herum, das haben wir schon öfter mitgekriegt, ja. Ich will dir jedenfalls nichts aufschwätzen, aber wenn du mal wieder aktiv werden willst, komm in mein Büro vorbei. Alles klar. Gerne doch. Aber erstmal... Ja gut, darum haben wir uns im letzten Part schon gekümmert, ne? Oder, es hat ja heute Morgen geregnet, ne? Gut, hacken wir hier nochmal ein bisschen Schmiedzeug ab. Ich glaube, das erhöht auch Glück und so, ne? Also bessere Ausrüstung. Achso, das geht auch. Gut, dass da nichts war. Na gut, ja. Wir haben ja eh alles gegossen vom letzten Part noch. Dann gehen wir mal zu Terry und fragen mal, was er so will. Ich meine, ich bin nicht vorbereitet auf irgendetwas. Wir haben nichts zu essen dabei und so weiter. Aber, hey, wir sind keine Anfragen verfügbar. Wir müssen eh warten, bis unser Retti fertig ist und so weiter. Na gut, gehen wir mal rein, gucken wir mal, was er will. Außerdem bin ich eh ein Fan davon, mal alles nebenbei zu machen und immer mal wieder was Abwechslungsreiches zu machen und nicht immer nur dasselbe im ganzen Part. Ja. Hey, willst du bei einem Fall mithelfen? Ja. Das würde mir sehr weiterhelfen. Erzähl mal, worum geht es denn im Genauen? Seed ist in letzter Zeit mit großen Fischen beschäftigt, stimmt's? Das heißt, die Kleinen gehen alle mit ins Netz. Alle mir ins Netz. Cecile und ich sind schon ausgelassen, außerdem tendiert er... Ganz schnell draußen, du. Terry, ist etwas passiert? Ich habe eine mysteriöse, bittere Nuss am Hügel gefunden. Oh, well. Dazu aus jeder Mücke einen Elefant zu machen, sodass wir bei den wichtigen Dingen weiterkommen. Ja, so ist Cecile. Miko, bist du hier, um uns zu helfen? Ja. Genau, freue mich darauf, mit dir zusammenzuarbeiten, Cecile. Boah, das ist ja toll. Es gibt jetzt kein Geheimnis mehr, mit dem wir nicht ergründen können. Hey, mach mal langsam mit Miko, du kannst ihm nicht die ganze Verantwortung aufladen. Schon? Er ist doch Top-Hüter, der 100. Rätsel im Handumdrehen gelöst hat, oder? Naja, so viel habe ich auch nicht gelöst, ne? Hunderte? Übertreibt doch nicht so. Bis jetzt waren die Dungeons halt auch nur gerade durchlaufen, so gefühlt. Ab und zu mal nach links und rechts ausweichen, aber sonst war es auch nur gerade aus. Also Rätsel war das nicht. So wirklich. Cecile, was war nochmal die Detektivregel Nummer 1? Verlässliche Informationen sind so viel wert wie ein goldenes Wolli-Vlies, oder? Hoffentlich verstehst du das auch. Also Miko. Erzähl, worum geht es? Darf ich irgendein Monster kloppen? Anfragen, die reinkommen, werden an das Brett gehängt. Schnapp dir eine, die dir zusagt, wenn dir danach ist. Achso. Darum geht's. Das mache ich doch immer. Mehr habe ich derzeit nicht für dich. Aber hier ist immer viel los. Also auf Freunde, die wirklich...
Aber hier ist immer viel los, also auf Freunde, die wirklich für einen da sind. Hä? Was willst du nicht sagen? Yes. Auf Freunde? Auf Freunde! Oder? Naja. Wie auch immer. Solange es den Leuten hier gut geht, bin ich damit einverstanden. Keine Ahnung, warte. Willst du mich eigentlich schnatzen oder so? Hä? Was war denn das? Ich weiß, ich versteh's doch, dass da was los ist. Dass ich das einmal erfüllen muss. Ich meine, ich bin nicht von gestern. Hallo, ja, Katzi, ne? Ist da jemand? Ich hab gehört, hier ist eine Romanze am Laufen. Ich wollte eigentlich mit ihr allein sein, aber na gut. Meine Damen und Herren, die drei tapfersten Bewohner Rickbars werden uns jetzt in das Geheimnis ihres Muts einweihen. Danke, dass ihr euch die Zeit nimmt. Kein Ding. Also, in meinem Fall ist vermutlich mein absolut unerschütterliches Vertrauen in die Kraft meiner Muskeln. Ich weiß, dass ich stärker als alle anderen bin. Mit diesem Wissen kommt der Mut von ganz allein. Okay, da blocken wir auch den Stift auf. Aha, interessant. Murakumo ist ein Muskeltrotz. Verstanden. Ich fürchte mich vor nichts, wenn ich Schätze jage. Oder Schmetterlinge. Aha, Fuka kennt keine Angst, wenn sie Spaß hat. Vermerkt. Und wie sieht's bei dir aus, Julian? Oder sollte ich sagen, kleiner Bruder, der sich für unbesiegbar hält? Weißt du, ich halte mich eigentlich nicht für tapfer oder so. Julian ist ein Depp. Nein, korrigiere, ein ruhiger Mensch. Okay. Also bisher haben wir Muskelkraft, pure Furchtlosigkeit und angeborene Ruhe. Nichts davon trifft wirklich auf dich zu, Priscilla. Yes. Stimmt. Alter, der hat so eine rote Nase, der ist doch ganz sicher ganz tag am Saufen. Kann dir mir erzählen, ey. Na, was ist denn hier los? Ihr scheint ja eine Menge Spaß zu haben. Hallo Randolph, du kommst genau richtig. Kannst du Priscilla beibringen, wie man mutig wird? Ach du meine Güte, warum denn das? Bitte. Nun, ich weiß nicht, ob das hilft, aber lass mich dir von einem meiner früheren Abenteuer erzählen. Einst reiste ich durch ein fernes Land, als mir ein gewaltiges, furchterfüllendes Monster erblickte. Ich war damals nur ein Grünschnabel und ein einziger Blick auf dieses Monster ließ mir über die Knie schlottern, das sage ich euch. Ich wollte einfach nur weg, also bin ich losgelaufen, aber bald hatte es mich eingeholt und versperrte mir jeden Ausweg. Und dann hast du mit ihnen einen besoffen. Das Monster verpasste mir diese Narbe in mein Gesicht. Ich hatte furchtbare Angst, war verletzt und halb überzeugt, dass mein letztes Stündlein geschlagen hätte. Aber die andere Hälfte meines Verstands ließ mich nicht aufgehen. Ich fühlte plötzlich auf wundersame Weise einen Schwall Stärke in mir aufkommen. In blinder Wut ging ich das Monster an. Ich schrie und tobte, bis es endlich die Flucht ergriff. Wenn es wirklich notwendig ist, dann kommt der innere Mut von selbst hoch, weißt du? Auch wenn man ihn vielleicht nicht willentlich heraufbeschwören kann. Darum musst du dir wirklich keine Sorgen machen, Priscilla. Das hat er schön gejagt. Wow, was für eine heldenhafte Geschichte. Wow. Danke, Randolph. Mir fällt wirklich ein Stein vom Herzen. Das gilt euch allen. Vielen Dank. Ich habe nichts gemacht. Wieso lädt es schon wieder? Oh, jetzt geht's mit dir los. Ich bin doch nur stehen geblieben, habe nichts gemacht. Er schläft. Reika, es ist schon morgen, sollst du noch schlafen? Was mit deiner Arbeit? Schon okay, nur noch fünf Minuten. Nein, nichts ist hier okay. Das ist ja nicht zu fassen, willst du nicht Palmos rechte Hand werden? So wie du dich bisher schlägst, wird das in deinem Leben, in einem Leben nichts. Aber mach dir darum keine Sorgen, ich werde versuchen, ewig zu leben und wenn ich dabei draufgehe. Meine Güte, du hast immer einen Scherz parat, nicht wahr? Ich frage mich, ob Julian sich sein freches Benehmen in letzter Zeit von dir abgeschaut hat. Hey, Reika ist nicht frech, er bringt uns Sachen bei. Lustige Sachen. Ja, lustige Sachen. Hey. Oh, I see. Ah, lustige Sachen also. Um welche lustigen Sachen könnte es sich dabei denn handeln? Zum Beispiel, wie man cool zur Seite schaut oder wie man jemanden ablenkt oder verschlossene Türen öffnet. Er hat uns eine geheime Festung gezeigt, in der man wunderbar Schläfchen machen kann. Nutzloser Unsinn. Mir scheint, dass du eher selbst einen Lehrer brauchen könntest, Reika. Was? Ey, sowas muss ich mir nicht anhören. Man sieht sich.
Warte auf uns! Diese ganze Sache ist schon heikel genug. Dass die Kinder ihn so lieben, macht es nicht leichter. Gut, es passiert nicht noch was. So manches Mal weiß ich auch nicht. Ja, wir müssen eigentlich... Eisdrache? Was? Kann man da noch extra raufgehen oder wie? Das muss ich ausprobieren. Wenn ich hier... Erddrache. Eisdrache? Ist das jetzt ein zusätzlicher Drache oder was? Muss ich testen. Das passiert dann halt immer nur ein paar Stunden pro Aufnahmesession. What the hell? Hallo, wer bist denn du? Du siehst mir Dead Inside aus. Ach du heilige Alter. Was? What? What? Ich werde wahnsinnig. Ist der nicht wahr? Ey, warum hat mir das niemand erzählt? Schreib mir in die Kommentare, dass da oben neben den Itemnamen eine Lupe ist, auf die ich nie geachtet habe. Ja, schön, aber verheimlicht mir, dass man auf andere Drachen fliegen kann, Alter. Teleportieren kann, ey. Das ist typisch YouTube-Zuschauer, Alter. Scherz beiseite. Ich verübel euch nichts. Ihr wollt mir meinen Überraschungsmoment nicht nehmen. Ey, das gibt es einfach nicht. Das gibt es nicht. Weißt du, so beinahe offensichtliche Sachen, das könnt ihr mir ja schreiben, weißt du? Yes, alright. Yes. Ich schüttel gerade den Kopf, Alter. Alright. Yes. Jetzt muss ich aber kurz mal beim anderen. Muss ich aber gucken, warte mal. Warp-Menü. Farmdrache. Ich war schon verwundert, warum hier mehr steht. Feuerdrache. Hierhin warpen. Gibt's für Geri? Ich habe ja am Anfang vermutet, dass es für jede Jahreszeit Drachen gibt. Aber ich dachte mal, es wird vom Spiel gesagt, dass da ein Drache ist. Alter, der ist aber fett, Alter. Entschuldigung. Tut mir leid. Yo. Das gibt es einfach nicht. Das gibt es einfach nicht. Ich bin gerade unglaublich. Wieso sagt ihr mir das nicht? Ah. Gut. Wir haben da viel. Ja, da haben wir ja sehr viel vor uns. Gut, ich guck mal, wie viel Geld wir haben. Und dann erweitern wir unsere Monsterfarm. Beziehungsweise unseren Monsterstall, ne? Hallo? Oh, hi, wenn ich schon hier bin. Ja, Wetter. Hüter und Detektiv sind zwei völlig unterschiedliche Berufe, aber wir hatten auf dasselbe Ziel hinaus. Lass uns alles tun, was in unserer Macht steht, um für die Sicherheit der Bürger von Rickpass zu sorgen. Yay. Hallo Dark, was geht ab? Oh, es wird den ganzen Tag so weiter regnen, oder? Ja. Ich habe gehört, du hast dein Gedächtnis verloren. Ja, das Erste, woran ich mich erinnern kann, ist der Wald, in dem ich aufgewacht bin. Der Wald, hm? Dann bist du vielleicht gar nicht einfach vom Himmel gefallen. Wie kommst du denn darauf, dass ich vom Himmel gefallen wäre? Oh, vergiss das, ich habe nur mit mir selbst geredet. Also, wenn ich vom Himmel gefallen wäre, dann hätte das doch recht tödlich enden müssen, oder nicht? Ja, würde man annehmen. Wie auch immer, vergiss es einfach, dass ich was ich gesagt habe, okay? Ja, genau. War eine Anspielung an dem Anfang von Rune Factory 4. Guten Tag. Scheint nicht so, als würde der Regen bald aufhören. An Regentagen fühlt man sich schneller schlapp, also gehe ich nicht zu spät ins Bett. Terry hat mir mitgeteilt, dass du jetzt in seinem Büro als Detektiv eingestiegen bist. Yes. Exakt, so ist es. Wir sind uns vorhin über den Weg gelaufen und haben geplaudert. Das Thema kam auf dich und ich habe meine Besorgnis geäußert. Deswegen hat er es mir erzählt. Ich weiß, seine Rücksichtnahme zu schätzen, aber er hat es auch ganz beiläufig furchtbar schlaue Fragen.
aber er hat auch ganz beiläufig furchtbar schlaue Fragen über Beatrice im Gespräch einfließen lassen. Er ist ein exzellenter Detektiv, das ist sicher, aber ich muss bei ihm immer auf der Hut sein. Immer auf der Hut, ganz wichtig. Ja, es kann sich hier immer noch ein zweiter Duck hier rumtreiben, wie Duck halt in Rule Factory 4. Ja? Ja. Man sollte nicht jedem blind vertrauen. Nicht wahr? Gut, gucken wir mal, ob wir den Monsterstall erweitern können. Das wäre halt schon mal eher eine Sache, die man angehen könnte. Ach Gott, nein. Ja, das Wetter. Heiliges Kanonenrückbad hat jetzt weder eine noch zwei, sondern drei Detektive. Vermutlich werdet ihr jetzt noch mehr über mystische Mysterien mitbekommen und die angebrachten Antworten eindeutig ergründen. Absolut außerordentlich. Freut mich. Ich möchte gerne etwas renovieren. Und zwar hätte ich gerne ein zusätzliches Haus für deine Monster. Ja. Und jetzt gibt es einen nagelneuen Scheuner einen nachdrücklich noblen Namen. Ja, Erdbeere passt. Gefällt dir Erdbeere? Ja, komm. Ist doch egal. Ich würde gerne noch mehr renovieren. Feuer nicht. Was ist das hier? Alle Vorhänge ändern. Nee, das reicht. Tschüss, lass mich in Frieden. Nein, lass mich in Ruhe. Komm bald wieder. Gut, dann gucken wir unsere Monsterscheune mal an. So. Ja klar, die Drachen ist natürlich offensichtlich, ne? Aber ich bin halt so im Menü halt so selten. Im normalen Menü und ich teleportiere einfach. Ach, der hat direkt eine neue Scheune gebaut, oder was? Ja gut, denn das ist ja cool. Ich habe jetzt auf den X gedrückt und bin direkt nach Hause portiert. Teleportiert. Es wurmt mich gerade, dass wir irgendwie gerade nichts wirklich Spannendes zu tun haben. So nebenbei. Ich meine, ich bin wahrscheinlich nicht stark genug für den Hund, oder? Ich meine, wir haben jetzt alle Dungeons abgeschlossen. Wir sind im zweiten Story-Arc. Ich kann mal gucken, ob ich den Hund jetzt fangen kann. Fangen darf. Ich weiß noch nicht, welches Level er hat, aber mal gucken. Mal sehen. Und ich hoffe, morgen am nächsten Tag sind die Rettiche fertig, weil langsam wurmt mich das, dass ich eine Aufgabe nicht erledigen kann. So. Wo ist er? Der Gamma. Oh, doch. Aber wieder so Zufallschaden, ne? Mit Crit und so, ne? Ja. Man muss wieder kritische Treffer machen. Nein. Wie war das nochmal? Hallo? Entschuldigung? Nein, wie konnte ich nochmal? Ach, ich kann keine Monsterkraft fangen oder was? Weil ich nicht zu Dingens gehöre. Ich habe diese Dings nicht, oder? Gut, das muss man auch erstmal wissen, ne? Das muss man erstmal wissen. Ja gut, dann werden wir uns nochmal was Brot kaufen. Ich glaube, haben wir heute am Dienstag noch gar kein Brot gekauft, ne? Jetzt? An diesem wunderschönen Tage? Ich glaube nicht, weil wir wirklich nur uns um diesen wunderschönen Tag um die Hauserweiterung gekümmert haben. Ah, hi. Erst zieht mir jetzt ein Detektivbüro. Ich sehe schon, du bist die Antwort Typ, die Langeweile nicht leiden kann. Korrekt. Er kennt mich. Der kennt mich. Immer was zu tun haben.
Na, du Säufer vom Dienst. Ja. Mir ist vorhin aufgefallen, dass Terry fröhlicher als gewöhnlich ausgesehen hat. Oh, woran das wohl liegt? Hohoho, irgendetwas sagt mir, dass das an seinem neuen Assistenten liegt, Miku. Ich würde gern Brot. Ich möchte gerne Rezeptbrot haben. Kochbrot haben wir genug. Ich würde gerne mal wieder ein Waffenbrot haben, ja. Ja, bitteschön. Und ein Fertigungsbrot. Ja. Danke. Nichts kannst du tun. Außer mehr Brot anzubieten und mir gratis schenken. Ich habe das ganze Holz noch bei mir. So, essen wir erstmal hier das hier. Mmh, yum, ein Küffelkiller. Ein Kurzschwert, endlich. Und was ist das? Kriegerschild. Oh, das bietet sich perfekt an, einmal zu Hause nachzusehen, nachdem wir mit hier die Leuten geredet haben. Wie kamst du an, dass du jetzt in Terrys Detektivbüro aushilfst, Miku? Richtig. Cecilia hat mir Neuigkeiten erzählt. Er schien begeistert zu sein, einen Kollegen zu haben. Viel Spaß euch beiden. Hallo, alte Dame. Ja, schön, draußen regnet's. Ja, das ist nicht schlecht. Es ist nicht so einfach, etwas zu finden, was an einem geregneten Tag Spaß macht. Oho. Aber es lohnt sich. Man sollte immer versuchen, das Positive an den Sachen zu sehen. Cecilia ist vorhin in den Laden gestürmt, um zu verkünden, dass du dich Terrys Detektivbüro anschießt. Kaum hatte er es ausgesprochen, hat er kehrt gemacht und ist wieder nach draußen gerannt. Er muss so aufgeregt gewesen sein, die Neuigkeit mit allen zu teilen. Ja, jetzt gehen wir erstmal nach Hause und schmieden. Wir schmieden! Wir werden das Kurzschwert jetzt schmieden und wir werden auch gleich noch das Schild schmieden. Oder war das Schild eher zu fertigen? Ich glaube, das Schild war fertigen, ne? Nicht schmieden, sondern... So, gucken wir mal. Ich würde gerne eine Waffe schmieden. Kurzschwert. Küffelkiller. Was fehlt uns denn? Stierhorn. Ein spitzes, gefährliches Horn. Sehr wertvoll, wenn es nicht zerkratzt ist. Bekommt man es von den Küffeln? Ich kann mir das gut vorstellen. Uns fehlt ein Stierhorn. Ja. Hier kann ich nur zwischen den Rezepten, zwischen den hier beim Schmieden hin und her wechseln. Was ist mit dem Schild? Schild fertigen, bitte. Kriegerschild, was fehlt mir dafür denn? Ein Wolfzahn. Klauen Reißzähne, Materialverbesserung. Okay, ein Reißzahn mit der Beute meiner einzigen Christenstrecke. Okay, Wolf kriegen wissen wir zumindest, wo einer ist. Dann kümmern wir uns erstmal um die Küffel und dann um die Wölfe. Eventuell. So. Wölfe waren ja hier direkt am Start, direkt, ne? So, warpen wir uns dahin. Und dann besiegen wir mal ein paar Wölfe. Und hoffen mal auf einen guten Tropf, ne? Ich meine, Wolfszahn. Müssen ja die Silberwölfe troppen können. Oh, ich mag die Musik, ne? So. Ich war ja direkt am Start eigentlich fast, ne? Ja gut, ihr nicht. Mit dieser fröhlichen Musik kleine Eichhörnchen schlagen, das ist so super. Ein billiges Tuch, da sind die. Und ein Stock. Oh, das ist sogar eine Truhe. So, ich will ja aber nicht, dass die Gegner dürfen ruhig noch mehr spawnen. Also die Kugel. Qualitätsfell. Noch mehr Qualitätsfell. Gib mir einen Wolfreißzahn. Tor, bitte. Weil ich kenne keine anderen Wölfe. Oder haben wir in einem Dungeon andere Wölfe gesehen? Guten Tag. Hörst du wohl auf? Aus. Ich meine, ich kriege nur Fell von denen. Ach, da ist was. Ein Wolfzahn. Sehr gut, wir haben einen. Da fehlt ja nur noch der Küffel.
Wir können jetzt aktuell keine Monster fangen. Das nervt mich ein bisschen. Na gut, aber jetzt müssen wir hoffen, dass wir bei den Küffel Ausflugglück haben. Wir brauchen, glaube ich, ein Getränk. Hier müssten irgendwie Küffel sein oder irgendwo hier. Ich glaube, hier bei der großen Wiese. Dann gehen wir da hin. Und hoffen wir, dass wir da ein Horn kriegen. Ein Stierhorn. Weil wir haben, ich glaube, ich habe nirgendwo anders Stiere gesehen, oder? Ich erinnere mich jetzt an Kirby und das vergessene Land. Da waren ein paar Stiere, ja. Das waren die letzten Stiere, die ich, glaube ich, noch gesehen habe. Weil hier, ich glaube, hier gibt es abseits der Küffel keine anderen Stiere, oder? Ich meine, ich kann noch mal gucken, ob wir... nochmal hier einen Orangenbaumsaft bekommen. Das ist ja mega Pech, ne? Ja, Medizinkraut, hau ab, du. Jetzt gerade aktuell nicht. Schade. Gut, wir müssen uns eh um die Küffel kümmern. Hoffentlich kriegen wir davon von denen ein Horn. Ja, das sind die. Tropf was! Tropf! Lass dein Horn fallen! Milch ist mir egal! Ich brauche dein Horn! Hey, ich brauche dein Horn! Ha! Ja gut, immerhin Milch. Was haben wir hier oben noch? Sind da noch mehr Küffel? Oder nee, das ist das Portal, ne? Nee, das ist was anderes. Ja, wenn hier keine Küffel mehr sind, die kommen wieder. Einfach nur kurz weit weggehen, dann kommen die wieder. Gib mir den Horn jetzt. Gib mir das Horn! Ich will neue Klinge machen. Das gibt es einfach nicht. Gut, wieder runter. Und wieder zurück. Das machen wir jetzt so lange. Ist mir egal, Leute. Das machen wir jetzt so lange, bis die ein Horn tropfen. Ich meine, man muss ja irgendwie Glück haben. Glück hat dazu. Oder diese Tropfen sind... Bleibst wohl stehen, du! Ja. Yeah. Milch. Ja gut. Wenn wir ja schon kein Horn kriegen, dann immer Milch. Ich schwör's dir. Ich mach aus dir Schinken. Ah, immer noch nicht. Dip, 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 dip. Sehr viele Gegner tauchen hier auf. So, Kühe, Küffel. Hallo, ich tue nichts. Die wollen nicht, ne? Ha. So. Gibt es irgendwo noch andere Stiere? Ich glaube nicht, ne? Unschuldig gucken und dann werde ich bringen sie einfach um. Jetzt tropfen irgendwie nichts. Ey, das wurmt mich gerade mega. Das wurmt mich wieder. Gut, spawn, egal. Tropfen die überhaupt noch was? Es gibt's nicht. Letzter Versuch noch. Wenn die wieder nichts tropfen, dann tropfen die nichts mehr. Ich wüsste halt auch nicht, wo sonst noch Küffel sein könnten. Oder irgendwie Stiere. Die tropfen anscheinend nichts mehr.
Das ist doof. Haben wir irgendwie noch eine große Wiese hier? Ja, wir haben hier noch was. Aber ich glaube, da sind keine, ne? Gehen wir kurz gucken. Hat irgendwas getroppt? Man sollte ja immer alles mitnehmen, ne? Monsterfang geht aktuell nicht irgendwie. Wir können gar nicht, was es sieht. Ja. Das ist jetzt hier was anderes, ne? Das ist ja kein... Haben wir irgendwas Besonderes hier? Eine Scheinrübe? Okay. Nicht? Schade. Das wäre aber was, wenn man die anzünden könnte, ne? Vielleicht ist das da später eine Rätsel gebunden. Nee, du nicht. Du kannst gleich liegen bleiben. Du musst eh gleich nach Hause. Oh, das ist doof. Ich brauche Küffelhorn. Wir können jetzt, glaube ich, nur das Schild schmieden. Ein Stierhorn. Aber wo geht Stiere? Der Orientierungsturm. Was ist das hier? Gar nichts. Hier ist was. Kleine Milch. Aber wisst ihr, was wir das nächste Mal machen? Wir gehen mal richtig erkunden. Ich gehe wieder rein. Wahrscheinlich können wir das Spiel später rein. Kann ich die besiegen? Nee. Greif! Nein. Tut mir leid, ich wollte euch nicht. Gut, die kann ich mittlerweile besiegen. Autsch. Ja, kommst du wohl her. Na gut, gehen wir nach Hause und schmieden uns schon mal das Schild. Kümmern wir uns im nächsten Part um das Horn. Es kann natürlich auch sein, dass das Küffel ein Horn verliert, wenn wir eins in Dinges haben. Im Stall. So, machen wir jetzt schon mal das Schild fertig. Kriegerschild kostet auch nur 338 Rundpunkte. Sehr gut. Dum, 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 dum. Tada! Fähigkeit ist gelevelt, dann rüsten wir es auch direkt mal aus, ne? So, weg. Und ausrüsten. Sehr gut, ich finde es schön, dass man das sieht, dass man das Schild auch gemacht in der Hand hat. So, jetzt werden wir uns nochmal kurz die Holzdinger da wegpacken. Und dann haben wir heute auch viel gemacht, ne? Ich meine, gut, wir haben nicht viel erreicht, nicht viel Story oder so. Oder so nebenbei so Sachen haben wir nicht gemacht. Aber ich hoffe, morgen sind die Rette hier fertig. Aber das sehen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like, einen Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.